bin Sophia und studiere Kommunikationsdesign an der Ecosign Akademie für Gestaltung. Für meine Abschlussarbeit habe ich mit geflüchteten Kindern zusammengearbeitet. Ich habe erstmal einfach mit den Kindern gespielt und gebastelt einmal die Woche und gemerkt, wie viel Potenzial die Kinder haben und fand ganz spannend, wie sie denken und was für Ansätze sie haben. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte man das ausbauen, und dann haben wir verschiedene Experimente mit den Kindern gemacht, erstmal Collagen und alles Mögliche, und ich wollte halt, dass sich die Kinder mehr mit ihren Wünschen und Träumen beschäftigen, und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ihnen das sehr schwer fällt, und dann haben wir halt angefangen, mit diesen Pappfiguren zu arbeiten. Und da habe ich gleich gemerkt, dass sie da ganz begeistert waren, weil die Pappfiguren sind ja auch etwa so groß wie die Kinder selber. Und da haben sie sehr schnell einen Zugang bekommen. Ich habe erstmal eine Figur für die Kinder vorbereitet und dann haben wir die zusammen emotional aufgeladen. Und so hat das dann Ganze angefangen. Und dann sind wir von da ausgegangen und haben gesagt, okay, die Figur, die braucht jetzt noch Freunde. Helft ihr mir da, Freunde zu basteln? Und über diesen Umweg, was braucht diese Figur, sind wir dann dazu gekommen, was die Kinder sich wünschen und was die sich für ihr Leben vorstellen und was sie wichtig finden und was so ihre Traum- und Wunschwelten sind. Mittlerweile äußern halt viele Kinder auch viel mehr, was sie gerne machen würden. Also zum Beispiel, ja, ich würde gerne Sängerin werden, meinte eine vorletzte Woche. Oder ich würde gerne mal in einen Fußballverein hier gehen. Und so ganz einfache Sachen eigentlich, wo man jetzt aber auch dran anknüpfen und mit den Kindern weiterarbeiten kann, was vorher überhaupt nicht da war. Ja.